Wir haben alles nochmal hier distressed, hier am Kragen, an den Ärmeln und auch hier unten nochmal. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, herzlich willkommen zur offiziellen Vorstellung der neuen Kollektion von MEM Art Destructeur. Ihr habt am Sonntag schon den Trailer gesehen, ich hoffe, ihr habt ihn gefeiert, Freunde. Jetzt die offizielle Vorstellung, wo wir uns jedes Piece nochmal ansehen. Hier hinter mir habt ihr die Models schon stehen. Wir werden trotzdem nochmal auf jedes einzelne Stück nochmal genau eingehen. Ich werde was über die Stoffe erzählen und was vor allem jetzt mal wichtig ist, der 2. April, dieser Freitag, in 2 Tagen, 19 Uhr, findet der offizielle Drop statt. Tragt euch zur Sicherheit nochmal auf mmvienna.com in die Mailingliste ein, denn da schießen wir nochmal ein paar Early Access Codes raus, Freunde. Das zudem. Wir gehen jetzt mal zu den einzelnen Pieces. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Hoodie an. Das ist unser Monet und Money Hoodie. Isaac, wenn du einfach mal zu mir kommst. Wir haben hier den Isaac. Du bist 1,85 groß. 1,85 groß. Trägt hier die Größe XL. Wir haben hier vorne den Monet beziehungsweise Money Print. Wir haben da die Doppeldeutigkeit, inwiefern zerstört die Bewirtschaftung oder die Bewertung eines Kunstwerks die eigene Kunst, die eigentliche Kunst dahinter, deswegen Monet oder auch Money. Hinten haben wir dann nochmal in einem dezenten Print die Art Destructeur Aufschrift und hier oben haben wir dann nochmal einen Stick, der verfeinert wird. Wenn wir den Hoodie nochmal betrachten, fittet sehr gut. Wir haben hier nochmal den Schnitt verbessert von der letzten Kollektion. Wir haben noch hochwertigere Stoffe, wir sind noch fester geworden. Wir haben 430 Gramm und wie man sieht, der Farbton ist einfach sehr, sehr gelungen. Schaut wirklich top aus. Gehen wir direkt, danke Isaac, gehen wir direkt zum nächsten Hoodie. Jonathan, wenn du zu mir kommst. Wir haben hier einen schwarzen Washed Hoodie mit einem Inside-Out-Naht, relativ rough vernäht, das Ganze nochmal gewaschen. Wir haben hier die einzelnen Nähte nochmal hier rausstehend, vorne Replikation, Inspiration, Aufdruck, was ist kopiert, was ist inspiriert, das ist die Thematik, die wir hier aufgreifen und hinten haben wir nochmal unser Design, das wir inspiriert an einem Beltracchi, an einer Beltracchi-Fälschung von einem Campendong neu gestaltet haben. Deswegen Inspiration, Replikation. Sehr, sehr schön gemacht. Wir haben viele Details drinnen, um wirklich zu erkennen, dass wir hier ein Gemälde, ein Ölgemälde haben. Hier nochmal MEM als Signatur. Kapuze fällt auch gut. Zum Schnitt kann ich sagen, der Hoodie, den wir zuvor gesehen haben, ist vom Schnitt her so, wie ihr es gewohnt seid. Nur die Ärmeln sind noch etwas länger geworden als bei der letzten Kollektion. Und der hier ist aber etwas cropped gehalten. Also ein Schnitt, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Du trägst die Größe L und bist, was haben wir gesagt, 1,84 groß. Und Körpergewicht, was hast du? 78 Kilo. 78 Kilo, ist ja gut, beieinander pur. Sehr schön. Gut, dann schauen wir zum Zip-Hoodie, unser letzter Hoodie. Isaac, wenn du nochmal zu mir kommst, hast du gedacht, du ziehst einfach nichts an, oder? Perfekt, ja. Ich sag's noch nicht. Sag das nicht. Na, alles gut. Okay, Freunde, wir haben hier den Zip-Hoodie. Ein Ding, auf das ich absolut stolz bin. Also mit diesem Zip-Hoodie, meiner Meinung nach, kann man absolut nichts falsch machen. Wir haben hier nochmal sehr starke Distressed-Einschnitte drinnen. Die finden sich hier nochmal wieder und auch hier unten. Art Destructeur, zerstörerische Kunst, soll auch in diesem Zerstörten mit hineinfallen, deswegen auch wirklich tiefe Einschnitte. Wir haben hier vorne, das seht ihr jetzt, da ist noch nicht der MEM-SIP da, denn wir drehen das Video an einem Freitag und der SIP kommt erst morgen. Aber jeder Hoodie hat schon den klassischen MEM-SIP, den ich euch hier jetzt nochmal einblende. Die Wäscheklammer, weil Kunstwerke mit Wäscheklammern aufgehängt werden und weil es allgemein auch die Kleidung trägt. Somit für mich sehr schlüssig und bin mega begeistert von der SIP-Jacke. Eins meiner Lieblingsdinge aus dieser Kollektion. Hinten nochmal den Print MEM Vienna hier nochmal stehen mit einem Kunstwerk von einem österreichischen Künstler, Ricardo Hackl, auch sehr, sehr gut gelungen, absolut begeistert. Auch dir gefällt der Isaac, oder? Ja, bestens. Top, danke dir. Dann schauen wir jetzt direkt weiter zu den einzelnen Shirts, die wir noch haben. Wir beginnen mit dem ersten cleanen weißen Shirt. Felix, wenn du einfach zu mir kommst, du bist 1,83 groß, 85 und hast 60 Kilo und trägt hier eine Größe L. Sehr, sehr clean gehalten, sehr, sehr zurückhaltend mit dem MEM Vienna Aufprint und der Kollektionsbezeichnung und weil ihr Teil
dieser Kollektion werden können, Teil der zerstörerischen Kunst, haben wir hier einen Einschnitt gezeichnet. Ob ihr sagt, ihr werdet Teil der Kunst, schneidet das ein, zerstört dieses Kunstwerk, ist euch überlassen. Ich finde es sehr, sehr nice, weil das selbst auch so tragen. Auch hier der Fit, wir haben unten bei den Shirts etwas verkürzt. Alle Shirts haben eine Grammatur von 300 Gramm. Man spürt es auch im Vergleich zur letzten Kollektion. Wir sind noch etwas fester, etwas straffer und vor allem mit den Stoffen haben wir uns nochmal immens erhöht. Bin ich sehr, sehr begeistert. Auch die MAM Cap, die Dead Cap, die kennt ihr schon. Auch die wird wieder zur Kollektion erscheinen. Perfekt, danke dir, Felix. Gehen wir weiter zum nächsten Shirt. Yvonne, wenn du zu mir kommen magst, wir haben hier das Cropped Shirt MEM Art Destructeur. Du bist 1,75 groß und das Gewicht fragt man bei einer Frau nicht, Freunde. Wir haben hier auf der Seite nochmal die Kollektionbezeichnung MEM Art Destructeur und hinten haben wir von einem sehr, sehr bekannten Graffiti-Künstler Intox Art nochmal ein Graffiti des MEM Schriftzugs. Das ist das einzige Shirt mit einem Cropped Schnitt. Das heißt, dieses Shirt ist nochmal etwas kürzer, Grammatur bleibt gleich. Fittet hier ganz gut. Du trägst ein S, genau. Wir haben aber das gleiche Shirt nochmal in einem L, aber der Felix fehlt gerade. Felix! Okay, perfekt. Danke dir, Yvonne. Wir haben den Felix hier nochmal zum Vergleich in einer Größe L, damit ihr auch seht, wie das bei den Herren fittet. Alles ist Unisex, Freunde. Da hängt ein Haar. Perfekt. Cropped in dem Fall finde ich sehr, sehr gut, weil das Ganze nochmal sehr boxy rüberkommt und hinten natürlich nochmal den MEM-Print sehr, sehr schön. Wir haben hier einen 3D-Print, der heraussteht. Ja? Also das ist hier herausstehend eine richtige 3D-Grafik, die aus dem Shirt nochmal rauskommt. Sehr, sehr nice, wie ich finde. So, kommen wir zum vorletzten Shirt und auch zu meinem Lieblingsshirt. Das Banksy-Design ist vielleicht nicht für jedermann was, aber ich feiere es total. Wir haben hier das Banksy-Design Vandalism. Man sagt ja Graffiti-Kunst, viele meinen, das ist nicht mehr als Vandalismus. Diese Kritik wollten wir nochmal künstlerisch auf die Leinwand, auf das Porträt bringen, haben hier einen Hangman gemacht. Das Wort Vandalism wurde nicht ganz erfüllt, deswegen wurde der Mann gehängt, hat hier nochmal den MEM-Luftballon und den Banksy-Luftballon, den man kennt, und das Anarchie-Zeichen, weil Anarchie, Punkrock, das war ja so ein bisschen die Urform der Zerstörung, der zerstörerischen Kunst und für mich auch ein sehr nices Ding, das hier geschaffen wurde. Wir haben alles nochmal hier distressed, hier am Kragen, an den Ärmeln und auch hier unten nochmal. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ah, du trägst die Größe L wieder. Perfekt. Danke dir. Und jetzt kommen wir zum letzten Shirt, Freunde. Auch ein sehr, sehr nices Ding, wie ich finde. Wir haben dieses Design schon mal gesehen, haben wir auf einem weißen Shirt nochmal gebracht. Auch hier der normale MEM-Schnitt. Größe XL trägst du. Hinten vorne nochmal Replikation, Inspiration und auf dem Weiß, wie wir hier kennen, das Marker gehen wir gleich. Ah, das sind die Hangtags vorne, sind auch ganz nice eigentlich. Super, hast du aufgebracht, Isaac. Sehr gut, sagt man. Okay, wir haben hier nochmal das Porträt, kommt sehr, sehr schön heraus und wenn wir uns hier die Details ansehen, also sehr an einem Porträt, an einem Ölgemälde angehalten. Wir haben nicht irgendeine Verpackung, magst du mir ganz kurz die Versandeimer holen? Natürlich. Wir haben, danke dir, wir haben nicht irgendeine Verpackung, sondern auch hier haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt. Mit euch gemeinsam wurde die Idee geboren, hier nicht wieder auf Magnetboxen zurückzugreifen, sondern wir haben hier eigens angefertigte Farbeimer, in denen alle Produkte kommen, wenn ihr bestellt und kommt zu jeder Bestellung dazu. Und die Produkte selbst werden dann nochmal in einem Seidenpapier verpackt, das vielleicht jetzt da drin ist. Wo ist das Seidenpapier? Egal. Tada, ja. Tada, Seidenpapier. Es gibt ein Seidenpapier vorhin. Das ist zur Kollektion. Das heißt, die wichtigsten Eckdaten, die Pieces habt ihr gesehen. Wichtig, Freitag, 19 Uhr, der offizielle Drop. Ich freue mich, Freunde. Mein Tipp an euch, wir haben zwar nochmal ordentlich erhöht, aber seid schnell. Ich kann nicht sagen, wann die Kollektion ausverkauft sein wird. Beim letzten Mal waren es 5 Minuten. Seid pünktlich, stellt euch einen Wecker, seid am Start und dann werdet ihr auch safe was bekommen. Ich bedanke mich für das gute Feedback, für den Support vor allem und ich wünsche euch viel Glück beim Drop. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf alle Fälle interessieren, werden mir einiges durchlesen und viel Glück beim Job. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.